Hallo mein lieber Zwilling, willkommen bzw. willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Zwilling. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Zwillinge. Nimm daher auch nur das mit, dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Ich schaue jetzt rein, was aktuell bei dir los ist, welche Blockaden, welche Hürden zeigen sich, denn die strahlen meist auf alle Lebensbereiche aus. Wir schauen rein, welche Anregungen das Universum für dich hat, um deine Situation zu verbessern. Und abschließend wagen wir noch einen Blick in die Tendenzen. Was kommt höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zu? Gibt es bestimmte Kurskorrekturen, die du in Betracht ziehen solltest? Kündigen sich bestimmte Ereignisse an? Wir lassen uns wie immer überraschen. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, hier fehlt noch eine Karte. Jetzt macht es Klick. Und wir können losstarten. Also ich sehe hier, dass du dabei bist, Dinge ins Gleichgewicht zu bringen. Ich bin mir nicht sicher, ob du das auch so wahrnimmst. Bei dir ist eher mehr eine, du bist eher zurückhaltend aktuell, was ich so sehe, beziehungsweise hältst du einiges unter Verschluss. Überlegst dir, was gibst du an Informationen raus und was behältst du lieber für dich. Es kommt ja auch nicht jeder an dich heran. Also hier ist irgend vielleicht auch sehr stark ein innerer Prozess im Gange und dir fällt gar nicht auf, dass man auch merkt, hier bringst du einiges wieder ins Lot. Jetzt haben wir hier eine toxische Energie. Da würde ich ganz gern wissen, worum geht's denn hier? Alles klar, also hier zeigt sich etwas, eine schwierige Sache. Ich kann dich verstehen. Also hier möchtest du irgendetwas rückgängig machen, irgendetwas ungeschehen machen. Hier geht es um irgendeine Angelegenheit aus der Vergangenheit. Also das hat nicht so funktioniert oder ist nicht so gelaufen, wie du dir das gewünscht hättest. Und irgendwo versuchst du einen Weg zu finden, wie man das eben wieder ändern kann. Nur du weißt, die Vergangenheit können wir dementsprechend nicht verändern. Die ist einfach schon passiert. Und du versuchst hier aber einen Neustart dadurch zu erwirken. Und hier geht's eben jetzt auch darum, und du bist hier anscheinend schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Hier geht's darum, dass dieser Neustart erreicht werden kann, indem du die Vergangenheit eben so stehen lässt, wie sie ist. Also sie so annimmst, wie sie eben geschehen ist und für das Weitere einfach deine Schlüsse daraus ziehst, dass in Zukunft so etwas nicht mehr zustande kommt. Also so möchte das Universum dir das kommunizieren. Aber es ist verständlich, wir alle haben Momente in unserem Leben, die wir gerne ungeschehen machen würden.
Das gehört dazu. Es gehört aber auch eben dazu, dass man dann irgendwann auch für sich damit abschließen kann und auch beschließt, das ist in der Vergangenheit geschehen. Was kann ich tun, damit das eben nicht mehr passiert? Und hier dreht sich aber auch alles um einen Neuanfang bei dir, um einen frischen Neustart, so wie ich das hier sehe. Und wir schauen jetzt mal in die Blockaden hinein, was wir hier erfahren dürfen. Und das ist jetzt eben auch sehr, sehr spannend, denn du bist hier dabei, Dinge ins Gleichgewicht zu bringen, aber bei manchen Angelegenheiten möchte das nicht funktionieren. Und was ich, also, oder funktioniert das nicht so ganz? Und da sehen wir eben diese Energie, da geht es eben um eine Sache, um eine Angelegenheit, die du ungeschehen machen möchtest. Und hier geht, und das, wie wir eben besprochen haben, das wird eben leider Gottes nicht funktionieren. Also du kannst die Zeit hier dementsprechend nicht zurückdrehen. Es geht hier auch darum, das Ganze loszulassen. Und anscheinend arbeitet das ganz stark in deinem Bewusstsein und verlangsamt jetzt aktuell den Prozess des Ausgleichs, den du eben hier gestartet hast. Aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wir schauen natürlich auch rein, was schlägt das Universum vor, was du eben machen könntest. Ich bin hier sehr, sehr zuversichtlich, dass es hier mehr darum geht, dass du, dass hier irgendein Schalter sich einfach umlegen muss. Und dann sollte hier einiges in die Gänge kommen, so wie ich das hier sehe. Jetzt schauen wir mal weiter. Hier geht es um eine Herzensangelegenheit, die auch blockiert ist. Wenn du hier auf die Liebe schaust, könnte es sein, dass es vielleicht aktuell einfach schwierig ist, ja, sich auf den Partner, auf die Partnerin zu konzentrieren oder auch einzulassen. Oder wenn du hier, wenn du nach Liebe Ausschau hältst, ist das eben schwer, aktuell, also die Liebe auch zu erkennen oder Menschen zu erkennen, die potenziell für dich eben geeignet sind. Wenn du mehr auf Finanzen, Beruf, materielle Angelegenheiten schaust, dann zeigt sich hier, dass du, ja, das ist jetzt gerade, dass du hier irgendwo Schwierigkeiten hast, das zu finden, was dir Spaß macht oder Spaß macht oder eben zu erkennen, ja, wie du eine Angelegenheit, die du eigentlich gerne machst, wie die wieder Spaß machen könnte. Also da ist irgendwo so ein Hänger drinnen. Da sperrt sich was. Das wird jetzt bei jedem etwas ganz Individuelles sein. Wir schauen jetzt noch die letzte Blockade an. Und ich schaue eben immer auch eine Blockade an, die das Umfeld betrifft. Und hier zeigt sich etwas Spannendes. Das könnte jetzt auch mit dieser Sache zu tun haben. Hier sehen wir einen Hinterhalt, einen Betrug. Irgendwo bist du hier von außen zu Schaden gekommen. Das betrifft eben eine bestimmte Person in deinem Umfeld. Für einige wenige vielleicht auch eine Personengruppe. Und hier fehlt dir irgendeine letzte Antwort, irgendein letzter Hinweis, irgendeine Information fehlt dir hier noch, um das auch loslassen zu können. Mir kommt vor, es dreht sich hier sehr viel um diese Sache. Das erklärt es mir jetzt schon sehr, sehr gut, warum das hier so präsent ist. Also da fehlt dir offenbar eine Information. Irgendetwas möchtest du hier noch wissen. Mir kommt vor, irgendein Warum steht hier noch im Raum. Jetzt schauen wir mal, was das Universum für Anregungen für dich hat. Also was du machen kannst oder was hier vielleicht auch von selbst oder wie von selbst geschieht. Und das Universum möchte, dass du rausgehst und dich auch zeigst. Du sollst dich jetzt auch befreien von einigen Lasten. Also es geht hier ganz stark ums Loslassen. Und das Universum sagt,
Du sollst jetzt vor allem Dinge tun, die dir entsprechen. Du sollst weniger die Dinge tun, wo du das Gefühl hast, du musst das machen. Aber eigentlich musst du bestimmte Dinge gar nicht machen. Hier geht es irgendwie um ein Erkennen, dass bestimmte Tätigkeiten, dass du die nicht machen musst, dass die auch dich nicht ausmachen und dass die dir auch nichts bringen. Also hier geht es um eine Selbstbefreiung. Du sollst hier irgendwie Schwere ablegen, vielleicht auch die ein oder andere Verantwortung, die du übernommen hast, die dir vielleicht zu viel ist oder die dich einfach, ja, wo du einfach merkst, dass du willst das einfach nicht machen. Natürlich gilt das nicht für alle Verantwortungen, das ist mir schon klar, aber hin und wieder übernimmt man halt Dinge, die auch jemand anderes erledigen kann. Also du sollst hier Lasten ablegen und hier gibt es offenbar die ein oder andere Sache, ja, die einfach nicht mitgehen soll in diesen Neustart hinein. Jetzt sehe ich hier geht es um eine neue Herzensangelegenheit oder eben ganz, ganz klar sich der Liebe auch zuzuwenden. Das hängt jetzt wieder davon ab, auf was du aktuell schaust. Wenn es hier um die Liebe geht und du in einer Partnerschaft bist, dann geht es ja schon darum, also wenn du zufrieden in deiner Partnerschaft bist, dann geht es ja schon auch darum, sich neu kennenzulernen, diese Liebe eben auch neu zu entfachen und das sollst du auch ganz aktiv tun. Denn ich sehe hier auch einfach diesen Rückzug, dieses, ja, sich vielleicht selbst ein bisschen wegsperren, irgendwie, ja, hier soll man eben neu aufeinander zugehen. Wenn du auf Partnersuche bist, dann ist jetzt auch ein sehr guter Zeitpunkt, sich dem Ganzen aktiv zuzuwenden, rauszugehen, damit man, also du musst jetzt nicht krampfhaft jemanden suchen, sondern einfach auch rausgehen, Dinge unternehmen. Dass du einfach auch greifbar bist. Erzwingen kann man das natürlich nicht, aber jetzt startet eine Phase, wo das Potenzial recht hoch ist, jemanden Neues in das eigene Feld zu ziehen, wo es eben auch sehr vielversprechend aussieht. Wenn du generell Menschen kennenlernen möchtest, also wenn es dir mehr um Freundschaft geht oder ja, eben das zu erweitern, ist jetzt auch eben ein guter Zeitpunkt. Aber es geht auch darum, das sehe ich hier einfach ganz stark. Du sollst jetzt auch wieder mehr rausgehen, dich mehr zeigen, damit man auch in Kontakt mit dir treten kann, damit hier etwas passieren kann. Also du musst nicht aktiv suchen, sondern präsent sein. Auch offen sein, dass sich hier etwas ergibt. Aber wenn du nicht rausgehst, weißt du ohnehin, dann kann hier auch nichts passieren. Was das Umfeld betrifft, sehe ich hier, da sagt das Universum, da geht es, glaube ich, um eine Gerechtigkeit, die in dein Leben kommen soll. Da ist noch irgendetwas im Gange. Hier geht es um Geduld. Da sollen sich im Hintergrund anscheinend noch ein paar Rädchen bewegen. Was jetzt auch diese Angelegenheit betrifft, wo es hier anscheinend um einen Hinterhalt, Betrug etc. geht, wo du hier irgendwo Schaden genommen hast. Das dürfte auch eine Person oder eben Personen gewesen sein, ja, die dir eben nahe stehen, wo du das nicht gedacht hättest, ja. Hier möchte das Universum, dass du vertraust und Geduld hast. Das habe ich jetzt noch nicht beleuchtet. Wenn es hier um Beruf geht, ist ein guter, also um Berufliches geht. Wenn du jetzt unglücklich bist, ist in deiner jetzigen Arbeit, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, eben entweder sich umzuschauen nach etwas Neuem oder eben, wenn du an sich eigentlich zufrieden bist mit der Tätigkeit, dann geht es auch hier darum, was passt nicht mehr. Und was möchtest du anders haben? Also hier sollen die Dinge eben auch in eine Balance gebracht werden. Du bist ja auch gerade in dieser Energie, wo Dinge in ein Gleichgewicht kommen sollen. Und
Und dementsprechend betrifft das auch den Beruf. Wenn es hier um Finanzen geht oder Materielles, hier könnte sich eine neue Einnahmequelle dir eröffnen, die du dementsprechend auch wahrnehmen kannst. Das bleibt dir überlassen. Also vielleicht auch irgendeine Form von passivem Einkommen. Aber irgendetwas Neues sehen wir hier. Und es ist vor allem deine Haltung ist wichtig, dass du aufgeschlossen neuen Dingen gegenüber bist, vor allem neuen Dingen, die hier Potenzial haben, die auch in deinem Leben bleiben sollen. So, und jetzt schauen wir noch in die Tendenzen hinein, was wir hier beobachten dürfen. Ich fange jetzt hier beim Umfeld an und hier geht's anscheinend in dieser Sache darum, wo wir hier diese Angelegenheit haben, wo es hier um einen Hinterhalt geht, Betrug etc., wo du jetzt eben Geduld haben sollst. Diese Sache wird zu einem Abschluss kommen. Also du wirst diese Sache abschließen können. Wichtig ist einfach, dass du Geduld hast, dass du auch vertraust. Also ich sehe hier irgendwie nicht, dass du hier, ja, ich sehe einfach, hier muss noch irgendetwas geschehen im Hintergrund und hier ist deine Geduld gefragt. Hier geht es auch darum, dass du dich jetzt auch anderen Dingen zuwendest, also dass hier deine Energie ein bisschen weggenommen wird. Vermutlich wirst du das nicht ganz abstellen können, das kann ich ganz gut verstehen, aber du sollst deine Energie eben jetzt vor allem Dingen zuwenden, die dir dienlich sind, und vor allem dahin wenden, deine Aufmerksamkeit dahin hinlenken, wo du eben hin möchtest und nicht dahin, wo du nicht mehr sein möchtest. Das ist hier wichtig. Vor allem auch, dass sich dann hier, wenn man das Ganze energetisch betrachtet, dass sich hier dann etwas tut und dann kommt eben dieser Punkt auf dich zu. Also das Potenzial ist gegeben und sehr hoch, dass du hier mit dieser Sache einfach abschließen kannst. So, da muss ich noch kurz überlegen, dann geht es hier eben ganz klar um deine Ebene, hier jetzt noch, wo wir hier die Thematik haben, wo du dich von einigen Dingen einfach befreien sollst und ich sehe hier einfach, dass hier sehr rasch eine Erleichterung in dein Leben kommen soll, wo du dich leichter fühlst, wo du hier auch ja befreit bist. Also hier geht es ganz stark um Befreiung und diese Energie könnte eben auch auslösen, dass hier dieser Abschluss wie von selbst, also das könnte sich sehr magisch anfühlen, ist es aber so gesehen gar nicht, weil es eben so leicht dann auf einmal geht. Also es ist so plötzlich eine Erleichterung, die ich hier einfach in der Tendenz habe. Also da ist ein wirklich sehr großes Potenzial da, dass das eben glückt. Und ja, dementsprechend ist es auch wichtig, dass hier Dinge eben auch losgelassen werden und da gibt es eben die ein oder andere Sache. Du weißt vermutlich ganz genau, was das ist. Wichtig ist einfach, dass du dich dem zuwendest, was dir gut tut, wo du hin möchtest. Einfach auch dieses Neuentdecken, rausgehen, präsent sein, erreichbar sein, greifbar sein. Und jetzt möchte ich hier noch etwas genauer reinschauen, was wir hier haben. Also was ich dir schon mal sagen kann, so generell bist du auf dem richtigen Weg. Ich habe hier jetzt noch einen Hinweis, was dieses fehlende, was diese fehlende Information betrifft. Und da geht es irgendwie um Überflüssigkeit, ja, was diesen Betrug hier betrifft, wo du hier noch eine Warum-Frage hast. Also hier geht es um irgendetwas, was überflüssig ist, zu viel ist, also so in diese Richtung, was ich hier sehe. Und es geht vor allem auch darum, um die Erkenntnis, dass
dieser Mensch oder diese Menschen auch nicht für dich bestimmt sind. Und was man hier auch noch sehen kann, ist, dass hier zeigt sich noch eine Erleichterung an. Das betrifft hier offenbar auch diesen Betrug. Also hier, das fühlt sich so an, als würde das irgendwie wie, als würde es wie ausradiert sein. Das bedeutet nicht, dass du das hier verdrängst dementsprechend. Es hat hier mehr so die Energie, das könnte sich so entwickeln, dass sich das für dich so anfühlt. Ja, also dass es dich nicht mehr so belastet. Und dahingehend ist es eben so wichtig, dass du dich eben neuen positiven Erfahrungen öffnest, mein lieber Zwilling. Ja, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar. Und denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und aktiviere auch die Glocke, denn dann wirst du auch benachrichtigt, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich und denk immer daran, manchmal löst sich ein Problem schon auf, wenn wir es einfach nur betrachten. Vielen Dank für dein Vertrauen.